Kochen und Backen 14.03.2019 mit Fernsehkoch Seltsam McKenzie YouTube. Ca. T Prozentstunden und ca. L/Z Stunde Wartezeit. Zutaten für 12 Stück, etwas plus 75 Gramm, weiche Butter, etwas plus 40 Mehl minus 150 Gramm Sp. D Klammer auf SJTS Chemütue Teig Kicks E Klammer zu, 75 Gramm Sk 1 Exaliter Klammer auf D. 1 M Klammer zu, 200 Gramm Dope Tranetto, Isse 150 Gramm saure Sahne abgeriebene Schale von 1/Z Bio Zifione 50 QTK Himbeeren IH, 1 mal Slipsdeute 1/3 R zur Hälfte in die Mulden spritzen. Gefrorene Himbeeren leicht zerstoßen und gleichmäßig in den Mulden verteilen. Restlichen Teig darauf spritzen. Keksbrösel darauf verteilen und leicht andrücken. Im heißen Ofen ca. 50 Minuten backen auf einem Kuchengitter in der Form auskühlen lassen. Küchlein vorsichtig aus den Mulden lösen. Dazu schmecken Sahne und Himbeersoße. 106 Leckert. De Ikürl LRU. Ja, du D/UE, T Rusenhaft, R, K L T T und T L I. Pektaa hüft 3 Tonnen scharfes S41 A Eurux H aus Tratulprel. Lach er kuft einfach ÖS, RT ca. 50 Karat 1 Siemens, Öd K23 Okkal E3 Gramm F15 Gramm K18 Gramm L, Ot N vorheizen Klammer auf E bis H Erd, 180 C/Umluft, 160 C/Gas, S Hersteller Klammer zu. Ein Mini-Google-Upf-Blech, Klammer auf 12 Mulden, 75 Milliliter, Klammer zu, fetten und mit Mehl ausstäuben. 2 Sk Butter schmelzen. Kekse fein zerbröseln, mit der flüssigen Butter mischen 50 Gramm Butter und Zucker cremig rühren. Ei unterrühren. Erst Frischkäse, saure Sahne und die Zitronenschale, dann 40 Gramm Mehl unterrühren. Teig in ein.